On the Way with Sven. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag beginnt. Übrigens, Sonne scheint und regnet. kurze Reise in den nächsten Campingplatz, auf den nächsten Campingplatz. Heute wieder nur 11 Kilometer und dann hoffe ich, dass ich den Rhythmus wieder reinbekomme. Im Moment sieht es ganz gut aus. Also wenn mal von den Herbergen eine Webseite wieder gibt, dann ist schon mal gut, aber wie gesagt, es ist, Corona hat da wirklich ein großes Sterben verursacht. Okay, aber wir finden ja Lösungen, deswegen mache ich ein bisschen Urlaub. Ich bin noch gar nicht bereit hier irgendwie, aber ich finde es so schön hier auf dem Bungalow hier mit frischem Kaffee selber gemacht und Milch und erfreue mich erstmal den Morgen. Und dann machen wir die 11 Kilometer und kommen dann auch im nächsten Bungalow an. Sind wieder an einem schwierigen Punkt. Ich kann jetzt hier hochlaufen oder hier rechts laufen. Aber wenn man genau hinguckt, läuft man hier hoch und dann da oben rechts und dann hier rüber. Also hier hoch, runter. Naja, erlaubt mir bitte, dass ich hier den Jakobsweg ein bisschen abkürze. Auch hier toll zu erkennen, die Gipfelübersteigung würde heute mit einer gigantischen Aussicht sich bedanken. naja, zum Glück mache ich es erst morgen, aber morgen sieht es auch nicht besser aus. Also eins muss ich euch sagen, so eine 11 Kilometer Etappe, da fühlt man sich richtig nutzlos. Wenn ich mich das Wetter einigermaßen mitmachen würde, aber toll, den ganzen Nachmittag rumsitzen. Ja, die zwei machen es anders. Die haben ein Zelt dabei. Die müssen da drauf achten. Übrigens ganz witzig, dass der Hanne ist quasi eine alte Bahntrasse, wo sie den geteert haben und den Weg machen. Ja, angekommen in der Hütte. Es regnet sich so ein bisschen ein. Hoffen, dass es morgen dann sich ein bisschen auflöst. Ich habe diesmal hier keinen Vorbau so richtig, sondern ich habe hier nur so ein kleines Stück. Ja, das ist dann alles. Und die Hütte ist auch wesentlich rudimentärer. Ein Bett, zumindest mal ein Heizkörper, dass man es noch warm machen kann. Kurze Zusammenfassung vom Tag und morgen gibt es dann die etwas längere Strecke, 25 Kilometer. Ja, ja, macht mal ab. Ich fühle mich halt nutzlos. Ich habe nichts geleistet.